Zeit für das erste Q&A 2024. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A und zum ersten Q&A 2024. Ja, ich habe euch wieder auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt. Und das habt ihr fleißig getan. Hauptsächlich geht es darum, was ist geplant 2024. Aber wir gehen nacheinander die Fragen durch. Und ja, wir starten einfach. Und wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Denn wir gehen ja langsam, aber stetig auf die 10.000 Abonnenten zu. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Also dieses Jahr werden wir auf jeden Fall fünfstellig. Und vielen Dank, dass ihr so eine tolle Community seid. Das muss ich erstmal nochmal zu Anfang sagen. Ja, die erste Frage: Geht es dieses Jahr auch wieder in andere Disney-Parks? Ja. So viel kann ich sagen. Ja, es geht auch dieses Jahr in andere Disney-Parks. Ich weiß, ihr seid sehr, ihr freut euch sehr darauf. Ich mich auch. Aber dazu sage ich bald mehr. Also dazu wird es bald, weil es ist noch nicht alles fix und es ist noch nicht alles fest gebucht. Aber bald dazu mehr. Aber so viel kann ich sagen. Ja, es geht dieses Jahr auf jeden Fall noch in andere Disney-Parks und das sogar sehr, sehr bald. Die Frage ist sehr speziell, welche Kaffeebohnen sind zu empfehlen? Keine Ahnung. Ich bin nicht der Kaffeebohnen-Spezialist. Ich glaube auch, das ist eher so eine Fun-Frage. Ich habe die, glaube ich, von Melitta. Ich habe auch einen Kaffeevollautomaten, aber also ich bin die Falsche, was Kaffeebohnen angeht. Besuchst du dieses Jahr einen anderen Disney-Park, habe ich bereits gesagt. Kann man sich auch als Nicht-Gast im neuen Disneyland-Hotel umsehen? Naja, das ist aktuell leider nicht möglich. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Regel vorhanden bleibt, aber aktuell ist es nicht möglich. Ihr müsst entweder im Disneyland Hotel übernachten, also dort eine Nacht reservieren, oder ihr übernachtet in einem anderen Disney Hotel und reserviert euch die Royal Banquet Hall. Die kann man ja mittags, das ist das Buffet-Restaurant, das kann man ja mittags auch als Nicht-Disneyland-Hotel-Gast buchen. Und wenn ihr das tut, aber ihr müsst Disney-Hotel-Gast sein, also irgendeinem anderen Disney-Hotel, dann dürft ihr auch in das Hotel rein und dann dürft ihr euch natürlich dort auch umschauen und aufhalten. Also wenn ihr in nächster Zeit mal auch nur reingucken wollt, müsst ihr halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, was Buffet angeht, weil es sind auch schon, glaube ich, so um die 100 Euro. Ja. Nur noch ein Freizeitpark für den Rest deines Lebens. Welcher? Gut, die Frage ist einfach zu beantworten. Disneyland Paris. Also ganz klar Disneyland Paris. Nur eine Stunde Zeit in WDW. Was würdest du tun? Also das ist auch eine sehr interessante Frage. Eine Stunde Zeit in WDW. Ich würde wahrscheinlich, also wenn ich jetzt keine Wartezeit mit einrechne, würde ich mich schon wahrscheinlich in die Hollywood Studios begeben, weil dort sind die zwei krassesten Attraktionen für mich. Und zwar Rise of the Resistance und Mickey's Runaway Railway. Und die zwei Attraktionen sind wirklich meine Top-Attraktionen in WDW und das würde ich wahrscheinlich in der einen Stunde tun, wenn ich jetzt nicht unbedingt die Wartezeit mit einrechnen müsste. Eine Stunde mit Wartezeit bei Rise of the Resistance könnte je nachdem knapp werden. Welche Disney-Parks stehen dieses Jahr an? Dazu bald, ganz bald mehr. Was ist der Unterschied zu den Disney-Cruises und der normalen Cruises auf der AIDA? Das habe ich auch schon im AIDA Q&A beantwortet, weil die Frage kam auch. Also generell ist es nicht der mega krasse Unterschied, weil es halt eine Kreuzfahrt ist. Also ihr fahrt zu verschiedenen Häfen, kommt daran natürlich an, was für Route ihr euch aussucht. Ihr seid auf einem Schiff, ihr schippert durch die Gegend. Was einmal Unterschied ist, ist der Service. Also der Service auf Disney Cruise ist wirklich exzellent, top-notch, aber dafür zahlt ihr auch. Das ist auch der andere krasse Unterschied, der Preis. AIDA und Disney Cruise, wenn man jetzt mal eine Mittelmeerkreuzfahrt vergleicht, da sind Welten dazwischen, was die Kosten angeht. Also Disney Cruise, vor allem hier in Europa, ist so sauteuer. Und deswegen hadere ich auch immer wieder mit mir, eine zu buchen, weil es halt so teuer ist. Ansonsten habt ihr natürlich immer den Disney Touch,
auf der Disney Cruise. Ihr könnt natürlich Charaktere treffen, ihr habt die tollen Shows, die Disney thematisiert sind, aber ihr habt auch auf AIDA tolle Shows. Also, und was auch nochmal der Unterschied ist, ist das Essen. Also ihr habt bei Disney Cruise eigentlich, rotiert ihr durch die Restaurants. Es gibt eigentlich fast, bis auf eins, fast nur Table-Service-Restaurants, wo ihr abends aus einem Menü auswählen könnt. Und ein Buffet-Restaurant, wo ihr dann halt auch mittags oder abends, wenn ihr keinen Bock auf Table-Service habt, dort essen gehen könnt. Und das Essen ist wirklich exzellent, super gut. Und bei AIDA habt ihr halt hauptsächlich Buffet-Restaurants, kommt auch natürlich, welches Schiff ihr auch auswählt. Und habt auch ein paar Table-Service-Restaurants. Aber das Essen ist halt viel, viel besser auf Disney Cruise. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und auch noch ein Unterschied ist das mit den Getränken. Also bei Disney Cruise ist es so, dass ihr, wenn ihr bucht, alle Getränke inklusive habt, außer Alkohol. Also sonst habt ihr Kaffee, Tee, Softgetränke, könnt ihr euch selbst abzapfen auf dem Schiff. Und auch beim Essen habt ihr das inklusive. Bei AIDA ist es unterschiedlich, wenn ihr nur den normalen AIDA-Preis bucht, habt ihr nur Getränke am Tisch, aber auch nur Wein, Bier, Cola, also Softgetränke. Und wenn ihr sonst auf dem Schiff unterwegs seid, müsst ihr dafür bezahlen, also wenn ihr zum Beispiel an der Bar bestellt. Und außer ihr bucht halt eine Getränkepauschale. Das ist halt bei AIDA so. Ja, bisschen kompliziertes Thema, aber ja, so viel dazu. Was steht im neuen Jahr an? Was für Freizeitparks? Ja, einige Freizeitparks, muss ich sagen. Wir sind schon fleißig in der Planung, oder ich auch. Was wir jetzt schon bekannt gegeben haben, ist auf jeden Fall, dass Brina, Sinan und ich, und vielleicht kommt Dara noch mit, nach Madrid fliegen über Ostern. Und dort werden wir Park Warner, also ein Warner Brothers Park und Park de... was mit Attraction oder so. Es gibt auf jeden Fall zwei Freizeitparks in Madrid oder um Madrid herum. Die werden wir auf jeden Fall besuchen. Und dann gibt es noch die Pixar-Ausstellung. Pixar Mondo, glaube ich, heißt es. Ist auch nur noch bis 7. April dort. Und das ist eine interaktive Pixar-Ausstellung mit den Pixar-Charakteren. Und das werden wir dann auch machen. Das ist auf jeden Fall geplant, schon mal gebucht. Und ja, es sind noch so andere Freizeitparks im Raum, wo ich auch mit Daria noch hin möchte, was aber wir haben noch nicht gebucht. Wir möchten zum Beispiel nach Polen, zu Energylandia. Ich überlege auch noch nach Barcelona zu fliegen. Vielleicht kommt auch der eine oder andere noch mit. Und ja, auf jeden Fall würde ich auch gerne den Heidepark dieses Jahr besuchen. Also auf jeden Fall Parks, die ich letztes Jahr vielleicht nicht besucht habe. Ansonsten natürlich der Europapark. Ich habe ja noch meine Jahreskarte, die ich auf jeden Fall noch nutzen möchte. Ich bin zum Saisonstart, werde ich auf jeden Fall da sein. Ja, das sind erstmal so Parks, die ich auf jeden Fall fest auf dem Schirm habe. Was ist die beste Zeit, um nach WDW zu fliegen? Boah, also ich bin jetzt nicht der größte WDW-Experte. Aber, also als wir da waren im Januar, Februar hätte es ein bisschen ruhiger sein sollen, aber es war nicht der Fall. Ich habe jetzt bei Susi und Silas gesehen, die waren ja letztes Jahr auch da im Sommer, dass da super wenig los war. Da ist aber der Nachteil, erstmal habt ihr Hurricane Season, also es kann sein, dass ihr krasse Wetter, Regenfälle habt und es ist super schwül heiß. Also das müsst ihr, wenn ihr wenig Wartezeiten in Kauf nimmt, dann fliegt ihr wahrscheinlich, die waren so im August da. Ich glaube im August, ja, weil da noch schon die Halloween-Season war in Magic Kingdom. Da müsst ihr halt euch darauf einstellen, dass ihr vielleicht mal ein Hurricane kommt, aber es klingt immer so dramatisch mit dem Hurricane. Da regnet es halt krass, wenn ein Hurricane da ist und ist auch sehr windig und stürmisch. Aber meistens haben die Parks auf, außer wie bei uns jetzt, als wir da waren, da war es aber krass und dann haben die Parks halt geschlossen gehabt. Aber ansonsten ist es aber sehr heiß um die Jahreszeit. Also wenn ihr wenig haben möchtet und vielleicht auch die Halloween-Season noch mitnehmen möchtet, dann auf jeden Fall August. Und ansonsten, ja, September ist, glaube ich, auch noch eine gute Zeit, wenn weniger los ist. Vom Wetter her ist, glaube ich, so November und April, Mai so am besten, weil es dann nicht allzu heiß ist, aber auch nicht mehr allzu kalt. Also, als wir im Januar da waren, da war es auch wirklich eisig tatsächlich manchmal. Da müsst ihr auch Glück haben. Also, das ist so, was ich bisher von WDW weiß. Was ist dein schönstes Reiseziel? Also da, wo ich schon war oder das, was ich noch besuchen will? Also da, wo ich schon war, mein schönstes Reiseziel waren schon die Seychellen und Mauritius und sowas. Habe ich ja schon mal eine AIDA-Kreuzfahrt hingemacht. Das war schon extrem schön. Und ja, was ich auf jeden Fall nochmal sehen möchte, sind die Malediven. Ja.
Weißt du schon wann, ob du im März im DLP bist? Ich bin wahrscheinlich im März nicht im DLP, das kann ich schon mal sagen, weil bald was Großes ansteht, das habe ich auch schon angeteasert, deswegen ganz bald, deswegen werde ich im März wahrscheinlich nicht im Disneyland Paris sein. Hast du Vorsätze für 2024? Ich halte leider nichts von Vorsätzen, also das kann ja jeder für sich selbst anhaben, aber ich bin nicht der Typ, der den 1. Januar braucht, um was umzusetzen. Wenn ich mir was in den Kopf setze oder was umsetzen möchte, dann mache ich das sofort und ich brauche dafür keinen 1.1. Deswegen habe ich keine Vorsätze in dem Sinne. Aber ich habe eine, was habe ich schon im Hall erzählt, mein Freund hat gesagt, dass dieses Jahr ich muss ein bisschen zurückfahren, also auch mehr Wochenenden für ihn frei halten. Und weil ich letztes Jahr im Sommer wirklich jedes Wochenende verplant hatte und er richtig sauer war deswegen. Und dass ich dieses Jahr auf jeden Fall ändern muss. Dass ich will auf jeden, also ich soll jetzt nicht jedes Wochenende was mit ihm unternehmen, das sagt er auch nicht, weil er kennt mich ja. Aber ich soll halt auch mehr Zeit für ihn einplanen, weil ich bin ja so ein Planungsmensch. Bei mir ist aktuell bis April wieder alles fast durchgeplant, die Wochenenden, aber inklusive ihm. Also er ist auch schon mit eingeplant. Deswegen, also ich bin so ein, ich plane sehr gerne voraus und buche sehr gerne voraus und damit ich halt mich auf was freuen kann. Und es ist auch eh günstiger, früher zu buchen. Ja, das ist so der Vorsatz. Ziele für 2024. Ja, ich möchte natürlich hier erstmal noch weiter mich entfalten und auch weiter wachsen. Wie gesagt, wir erreichen ja bald die 10.000 Abonnenten, wo ich mich riesig drüber freue. Da könnt ihr euch auch auf ein großes Gewinnspiel freuen, hier auf YouTube. Also ja, fleißig abonnieren und so und weiterschicken, meinen Kanal. Ansonsten möchte ich einfach weiterhin die Welt erkunden, neue Länder bereisen, was ich auch tun werde, neue Freizeitparks, die ich mit euch teilen möchte. Und ja, ansonsten freue ich mich einfach, weiterhin hier in der Schweiz zu sein, auch mich im Job weiterzuentwickeln, was auch geplant ist dieses Jahr. Also da im Job ist auch viel im Lot sozusagen, da kann ich mich auch gut weiterentwickeln und da freue ich mich auch sehr drüber, dass das auch so gut läuft. Und ja, also ich bin positiv auf 2024 und mal gucken, was 2024 noch so bringt. Was sind deine Pläne für 2024? Ja, das habe ich ja schon roundabout so eingeschnitten. Also das erste Quartal ist schon ganz gut ausgeplant. Ansonsten würde ich auch gerne mit Daria noch nach Mailand. Das hatten wir eigentlich schon mal geplant. Das wird aber erst im Spätsommer sein. Ja, also ganz viele Sachen sind auf jeden Fall geplant. Pläne für dieses Jahr. In welchem Disney-Parks warst du schon weltweit? Leider nur in Orlando und in Paris. Aber es ändert sich dieses Jahr. Ja, welche Parks sind 2024 geplant? Also ihr wollt wissen, was ich so unternehme 2024. Wirst du dieses Jahr, das habe ich gesagt, welche Reisen stehen bisher fest, habe ich auch gesagt. Was sind Pläne für 2024? Wie oft bist du im Disneyland? Also ich denke mal Paris. Eigentlich jeden Monat. Also mindestens einmal. Jetzt im Januar zum Beispiel sind es zweimal. Im Februar wird es einmal sein. Und im März aber dann tatsächlich nicht. Wegen der anderen Reise. Hast du irgendwann mal vor, Tokio zu besuchen? Auf jeden Fall. Aber so viel kann ich ja mal sagen, Tokio wird es dieses Jahr leider nicht. Vielleicht Ende des Jahres, aber so viel Urlaub habe ich leider nicht. Aber Tokio steht ganz weit vorne bei mir eigentlich. Aber ja, mal gucken. Sam for Good hat mal gesagt, wir sollen mal zusammen nach Tokio fliegen. Vielleicht klappt das ja mal. Ne? Also wäre auf jeden Fall lustig. Moni, hi Moni, bist du auch schon auf den Trend aufgesprungen und hast dir einen Stanley gekauft? Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist ein Stanley? Das muss ich jetzt mal googeln. Also der Trend ist an mir vorbeigegangen. Das ist ein Trinkbecher. Okay. Könnt ihr mir bitte in den Kommentaren schreiben, was daran jetzt so toll sein soll? An so einem Stanley? Also das ist anscheinend ein Trinkbecher. Ich guck mal nach dem Bild. Moment. Sieht so aus. Sieht man das? Fokussiert nicht jetzt. Das ist ein Stanley. Also könnt ihr mich bitte in den Kommentaren aufklären, was
es mit einem Stanley zu tun hat. Also es ist ein Trinkbecher, aber warum ist das jetzt auf einmal Trend? Und warum brauche ich sowas? Also reicht nicht ein normaler eine Thermoskanne? Muss es ein Stanley sein? Der kostet, also bei Temu ist es sogar teuer, 23 Franken. Ansonsten hier bei 37 Franken. Es gibt auch einen für 150 Franken. Okay, alles klar. Klärt mich bitte unten in den Kommentaren auf, was ein Stanley, was das so toll dran ist und warum das jetzt auf einmal Trend ist. Aber ich bin ja so ein Trendopfer, also ich sag ja niemals nie. Interessiert dich auch mal ein Disney-Trip nach Anaheim? Ja, auf jeden Fall. Mich interessieren alle Disney-Parks auf dieser Welt und ich müsste im Lotto gewinnen, aufhören zu arbeiten, dann könnte ich alle Disney-Parks besuchen in einem Jahr. Aber es ist aktuell nicht drin, dass ich alles auf einmal mache. Alles peu à peu, jedes Jahr was Neues. Und ich möchte auf jeden Fall, mein Ziel ist es irgendwann mal, meine Bucketlist fürs Leben ist einmal alle Disney-Parks zu besuchen. Und auch alle Aulani und sowas. Ja, aber alles kann man halt dieses Jahr nicht einplanen. Aber vielleicht gewinne ich ja im Lotto, ich spiele aber kein Lotto. Nimmst du dir Vorsätze für dieses Jahr vor? Habe ich ja schon gesagt. Was sind deine Pläne fürs neue Jahr seitens Urlaube oder Ausflüge? Welchen Disney-Charakter würdest du gerne mal treffen, den du noch nie getroffen hast? Die ganzen Bären aus Asien. So Daffy und Shelly May und Gelatoni und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die würde ich gerne mal treffen. Ansonsten Tinkerbell, die gab es ja mal bei diesen Annual Pass-Charaktern. Am Disneyland Paris habe ich auch noch nicht getroffen. Ja, das sind so, was mir jetzt so spontan einfällt. Welcher Park ist in Orlando dein Favorit und warum? Ja, also bei meinem ersten Besuch war es auf jeden Fall Animal Kingdom. Weil das Gesamtkonzept vom Animal Kingdom ist super. Animal Kingdom hat nicht viele Attraktionen, aber so das Gesamtkonzept, das... der Flair, wie wenn man da reinkommt. Man ist, wie gesagt, wie im Dschungel. Und die Attraktionen sind natürlich auch super, wie Flight of Passage und sowas. Und wenn jetzt auch noch, da wird ja umgebaut, Dinoland. Oh Gott, wird das in Vaiana oder Encanto umgebaut? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es ist Encanto. Auf jeden Fall der ganze Vibe im Animal Kingdom ist mega krass. Aber direkt dahinter sind bei mir die Hollywood Studios, weil dort halt zwei Attraktionen sind, die mir richtig... gut gefallen, wie Mickey's Runaway Railway und Rise of the Resistance. Welcher Harry Potter Charakter ist dein Favorit? Ich habe keinen Harry Potter Favoriten Charakter. Ich mag Dobby. Ah doch, Dobby ist schon süß. Und Hedwig finde ich auch süß. Also das sind so meine... aber ich glaube, Dobby ist so auf Platz 1. Dobby ist mein Lieblingscharakter. Wie kam die Liebe zu Harry Potter bei dir? Wie hat das begonnen? Also ich war ja in dem Alter, wo Harry Potter halt groß wurde, wo die Bücher rauskamen wo die Filme halt rauskamen. Ich weiß noch, damals habe ich mit meiner ersten großen Liebe Harry Potter Teil 1 im Kino geguckt. Und dann haben wir das, glaube ich, 2 und 3 haben wir auch noch zusammen geguckt. Wir waren nie zusammen. Ich war immer so heimlich in ihn verknallt. Oder ich weiß nicht, ob es heimlich war. Aber er hat meine Liebe nie erwidert. Und aber wir waren gut befreundet und so weiter. Aber ja, ich war immer heimlich in ihn verknallt. Aber es wurde nie draus eine Beziehung draus. Und so ist das. Vielleicht hat das damit auch was mit zu tun. Aber es gab nicht den Zeitpunkt, wo... Es war halt so der Harry Potter Hype und auf den bin ich halt mit aufgesprungen. Und ich liebe Harry Potter immer noch. Zu welchem Haus bei Harry Potter zählst du dich? Harry Potter Fragen. Auf jeden Fall Gryffindor. Obwohl viele sagen, ich bin Slytherin. First things first, Reisepläne, haben wir schon gesagt. Was ist das Erste, was du dir gekauft hast 2024? Flüge. Die Flüge nach Madrid. Das waren die ersten Sachen, die ich mir 2024 gekauft habe. In welchem Disney-Park gehst du als nächstes? Außer das Disneyland Paris, habe ich schon gesagt. Was war dein persönliches Highlight 2023? Mein persönliches Highlight. Ich würde sagen schon, dass ich in der Züricher Zeitung war. Und auch bei RTL zu sehen war. Das war schon so was sehr Besonderes, muss ich sagen. Gehört schon zu meinen Highlights 2023.
dass ich da auch mal in anderen Medien präsent war, nicht nur auf meinen eigenen Kanälen. Ja, das ist so, was mir direkt mal einfällt. Welche welche Cruise Line gefällt dir besser, AIDA oder Disney? Also ich kann es nicht sagen, was mir besser gefällt, weil ich beides natürlich gerne mache. AIDA ist halt ein bisschen anders als Disney, aber also wenn es vom Preis her identisch wäre, würde ich nur Disney machen, wenn man das so sagen kann. Welche WDW-Vlogger guckst du dir selbst bei YouTube an? Aktuell muss ich sagen, gar keine. Ich gucke gerade aktuell sehr selten YouTube. Und wenn, dann gucke ich irgendwie nur wie Sam for Good oder so. Aus Disneyland Paris. Aber sonst gucke ich aktuell sehr, sehr wenig YouTube. Vor allem auch ausländische YouTube-Kanäle. Aber ich muss mir jetzt wieder welche anschauen für die Parks, die ich ja demnächst besuche. Deswegen ja, muss ich mal wieder öfter schauen. Aber WDW-Vlogger aktuell gar keinen. Welchen Disney-Park in Orlando findest du am besten? Das habe ich schon gesagt. Kommt demnächst mal wieder ein Insta-Sale. Ja, die kommen eigentlich regelmäßig. Ich wollte eigentlich, also wenn ich das Video heute aufnehme, wollte ich eigentlich heute einen machen. Mal gucken, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Aber wenn das Video online ist, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Aber ich mache immer regelmäßig Insta-Sales. Ich kündige das eigentlich auch immer auf Instagram vorher an. Heute wird wahrscheinlich spontan sein. Aber das Video kommt später raus. Disney-Kreuzfahrt 2024. Ja, habe ich mir auch eine angeschaut. Es gibt ja auch einige Europa-Kreuzfahrten. Mich interessieren so 3 bis 4 Tage. Gibt es eine Kreuzfahrt. Aber das ist wirklich nur so ein Wunschgedanke, den ich mir mal angeschaut habe. Und ja, ist auf jeden Fall noch nichts Konkretes, noch nichts Festes gebucht. Aber das wäre so die 3-4 Tage Kreuzfahrt, weil es auch übers Wochenende wäre. Lacht mich schon sehr an, weil ich muss auch mit meinen Urlaubstagen dieses Jahr ein bisschen jonglieren. Ich habe ja in der Schweiz nur 25 Urlaubstage und fast die Hälfte geht jetzt drauf für den Urlaub, den jetzt demnächst ansteht. Ja, deswegen muss ich mal schauen. Aber das war so eine, die ich mir angeschaut habe. Die sind ja alle meistens aus Southampton, England. Ja, aber sobald was spruchreif ist, werde ich euch natürlich hier wissen lassen. Gibt es im Disneyland Paris WLAN, also parkübergreifend? Ja, gibt es. Kostenlos, könnt ihr euch einfach einloggen. In Disney Village gibt es auch einen, da müsst ihr euch aber nochmal neu einloggen. Ansonsten in den Disney Parks, Disney Studio, Walt Disney Studio Parks und Disneyland Paris Park habt ihr auf jeden Fall dasselbe WLAN. In welchem Disney Park außerhalb von Europa geht es dieses Jahr? Habe ich auch schon gesagt. Wann bist du wieder im Walt Disney World? Erstmal nichts geplant. Da war ich ja schon 2 Mal. Ich muss also mal andere Parks besuchen. Gehen wirklich immer so viele über Bord auf einer Kreuzfahrt? Also ich habe ja schon sehr viele Kreuzfahrten gemacht. Und ich habe es noch nie einmal erlebt, dass irgendjemand über Bord gegangen ist bei uns. Also ja, und ich höre auch nicht so viel davon, dass so viele Leute über Bord gehen. Also in den Nachrichten oder so. Also ich weiß nicht, woher dieser Mythos kommt. Weißt du schon, wann deine nächste Reise nach Disneyland sein wird? Also Disneyland Paris auf jeden Fall. Ich bin am 7.8. hoffentlich in Disneyland Paris. Dann am 25. auf den 26. übernachten wir im Disneyland Hotel. Da bin ich auf jeden Fall im Disneyland. Und dann bleiben wir aber noch bis Sonntag. Ich glaube, das ist dann der 28. Genau, also 27. sind wir auf jeden Fall noch im Park, weil am 25. und 26. werden wir nicht in den Park gehen. Da werden wir nur im Disneyland Hotel bleiben. Und am 27. dann in den Park. Und am 28. werden wir wahrscheinlich morgens relativ früh fahren, weil ich mit dem Auto ja zu Cheryl fahre nach Luxemburg und dann relativ noch eine weitere Anreise nach Zürich habe. Und dass es nicht allzu spät wird, werden wir wahrscheinlich relativ früh morgens fahren. Und dann sind wir nochmal im Februar da, vom 9. bis zum 11. Februar. Ja, das ist der Plan. Da sind wir mit Cheryl da und Nina und Cheryls Mutter und Brina und werden uns natürlich die neue Parade anschauen. Ja, das war's. Das waren alle eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.